Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns wieder auf dem Boden, einfach damit mal ein bisschen eine andere Perspektive ist, wobei es sich nicht viel verändert hat, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich würde euch gerne heute die Bücher vorstellen, die ich denke, plane, im Februar zu lesen, also meine Leseliste für den Februar. Ich muss sagen, ich habe das hier neben mir aufgestapelt. Dafür, dass der Februar nur 28 Tage hat, ist das äußerst ambitionistisch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich in letzter Zeit ja erst wieder ins Lesen reinkomme. Nichtsdestotrotz, ist jetzt aber der Februar auch mein doch in nächster Zeit einziger richtig freier Monat. Ich habe jetzt alle Prüfungen hinter mir und das nächste Semester mit der Bachelorarbeit beginnt erst im März wieder. Deswegen ist quasi jetzt der Februar meine Zeit zum Entspannen und irgendwie mal runterkommen und hoffentlich potenziell ganz viel lesen. Und deswegen, ja, stört es mich auch gar nicht so sehr, dass es so viele Bücher sind. Ich habe auch vor, im Laufe des Februars einen 24-Stunden-Lesemarathon zu machen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich vielleicht auch so ein Video machen soll, wo ich euch eine ganze Woche mal mitnehme und dann wirklich versuche, jeden Tag eine Stunde am Stück zu lesen. Wie das so klappt, wie man dann vorankommt. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich auf alle Bücher. Ein paar davon habt ihr schon mal gesehen, weil ich sie eigentlich im Januar noch lesen wollte, weil im Januar meine, ja, Leselust auch schon sehr, sehr groß war, aber die Zeit doch noch nicht ganz so da war. Aber es sind auch noch mal einige neue Bücher dazu gekommen. Genau, also als erstes zeige ich euch einmal ganz kurz, welche Bücher ich gerade noch am Lesen bin. Die halte ich euch jetzt nur kurz hoch. Da habe ich schon mal länger drüber gesprochen. Einfach nur der Vollständigkeit halber, weil heute ist schon der 2. oder 3. Februar. Deswegen hat der Februar schon angefangen. Deswegen, ja, möchte ich die natürlich auch noch zu Ende lesen. Und zwar bin ich noch mitten im Buddy-Read mit der Jule von, ja, bei dem Buch Wintervanille von Manuela Inusa. Und wir haben jetzt noch die letzten zwei Abschnitte vor uns. Also das sieht immer bei den Büchern ein bisschen dicker aus, als es eigentlich ist, weil hinten sind meistens noch Rezepte und eine Leseprobe von dem nächsten Band quasi drin gewesen. Aber wir sind jetzt genau bei Seite 300 und haben, wie gesagt, noch zwei Abschnitte vor uns. Und es ist einfach sehr, sehr cool bisher. Ich mag wirklich die Geschichten, wie Manuela Inusa sie schreibt, sehr, sehr gerne. Ich mochte auch alle anderen Teile der Reihe schon. Ich weiß, also falls jemand von euch das weiß, aber das ist Teil 1 der Californian Dreams oder Californian Träume-Reihe, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber wir haben erst alle anderen gelesen und jetzt lesen wir Wintervanille, weil das einfach ein bisschen besser passt. Und da kommt jetzt ja im Mitte Februar, Mitte, Ende Februar, glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr das genaue Datum, auch Blaubeerjahre müsste es, glaube ich, sein, raus. Und das wollen wir dann gerne auch gemeinsam lesen, aber das wollen wir erst im März dann beginnen. Deswegen für den Februar wollen wir auf jeden Fall jetzt natürlich, ich denke mal, im Laufe der nächsten Tage auch die letzten beiden Abschnitte noch beenden und dann ist das Buch fertig. Und dann stecke ich immer noch in Blutjagd von Kim Harrison. Das ist der 3. Band der Rachel Morgan-Reihe. Auch dazu sage ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das werde ich euch dann sagen, wenn ich es euch im Lesemonat vorstelle. Auf jeden Fall habe ich hier auch nur noch, ja, so 150 Seiten ungefähr. Dann ist dieser 700 Seiten Klopper durch und genau das, denke ich, werde ich jetzt auch innerhalb der nächsten Tage bis zum Huch, da ist gerade ein Buch umgefallen. Innerhalb der nächsten Tage bis zum Wochenende beenden und dann, genau, würde ich mir da den nächsten Band erst wieder für März dann draufsetzen. Genau. Dann, ich habe das so ein bisschen eingeteilt hier. Machen wir doch direkt mal weiter mit den Büchern, die ihr schon gesehen habt, die ich eigentlich im Februar noch lesen wollte, was sich aber absolut nicht mehr ausgegangen ist. Und zwar haben wir einmal Das Lied der Krähen von Libadugo und Das Gold der Krähen natürlich auch von Libadugo. Das ist ja Teil 1 und Teil 2. Und genau, ich würde gerne einfach die Krähen-Dilogie lesen. Ich habe die Grisha-Trilogie jetzt zu Ende letzten Jahres noch gelesen und möchte jetzt natürlich auch mit der nächsten Reihe weitermachen. Und da es ja auch nur zwei Bände sind, ich glaube, die fühlen sich recht dick an. Ich weiß gar nicht, ich kann ja mal grob gucken, was hier so. Hier befinden wir uns knapp unter den 600ern. Und hier auch so ähnlich, 579, also auch knapp unter 600 Seiten.
Und die würde ich gerne in einem Zuge wegsuchten. Ich habe ja auch schon sehr, sehr viel Positives von der Reihe gehört. Und ich denke, ich werde dazu dann auch einen Lesevlog machen. Genau, ich kann auch nicht so gut einschätzen, wie viel Zeit diese quasi in Anspruch nehmen werden. Aber dadurch, dass ich die ja doch am Stück wegsuchten möchte und hoffentlich in so einen spannungsgeladenen Sog reinkomme, dass das dann doch sehr schnell verfliegt. Genau, die hatte ich euch ja schon mal einmal gezeigt. Und wie gesagt, dazu erfahrt ihr dann mehr in diesem Lesevlog. Dann neu auf die Liste ist noch gekommen das Monatslesebuch, eigentlich ja vom Januar quasi, vom Fantasy-Leseclub von der lieben Jackie von Jackie's Letter Love und Franzi vom Kanal Tintenkrähe. Aber der Livestream ist halt erst jetzt Anfang Februar. Und zwar möchte ich deswegen jetzt auch in den nächsten Tagen direkt beginnen. Der Club der Rabenschwestern von Cass Morgan und Danielle Page. Genau, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, worum es geht, aber ich denke mal, das Buch ist momentan doch schon sehr gehypt. Also ich weiß, dass es halt um eine Universität oder ein College oder so geht und da gibt es halt diesen geheimen Hexenzirkel. Und das ist halt der Club der Rabenschwestern und dann verfolgt man, glaube ich, irgendwie auch noch zwei Perspektiven. Also eine, die neu dazu kommt, eine, die da schon länger ist irgendwie. Und ja, ich habe das schon eingeteilt nach den einzelnen Abschnitten und ich bin mal gespannt, ob ich das noch bis zum Sonntag schaffe. Boah, ich habe am Sonntag eh keine Zeit, mir den Stream anzuschauen, aber ich würde das halt auch gerne zeitnah jetzt lesen, um mir dann den Stream noch nachträglich anzuschauen und mich dazu austauschen zu können. Und ich bin wirklich, ja, schon sehr gespannt auf die Geschichte und genau mal gucken, was mich hier so erwartet. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch dieses Buch auch bereits schon gelesen und kann mir sagen, was mich erwartet. Also ich kann das echt noch nicht so sehr einschätzen. Ich habe auch noch nicht so viel Dark Academia, ist das denn so? Keine Ahnung, gelesen und ich bin einfach, ja, ich bin sehr gespannt, mich auf die Geschichte einzulassen und mal gucken. Also ich meine, hier steht hinten drauf, steht jetzt auch nicht so viel mehr, ne? Also das ist halt Westerly College, das ist eine Studentinnenverbindung und es sind halt die Rabenschwestern, die eigentlich ein Hexenzirkel sind. Genau. Also ich bin einfach sehr gespannt und freue mich auch mal wieder, ja doch eine andere Leserichtung oder etwas Neues auszuprobieren. Genau. Dann machen wir noch mit etwas weiter. Im Februar ist ja auch der Polarthon von im englischsprachigen Booktube-Raum wahrscheinlich eher bekannt. Und zwar von Jade von, das ist ein ganz schwieriger Kanalname, Jade the Way Reads oder so. Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die Polarthon kennen, auch wissen, wen ich meine. Auf jeden Fall geht es eigentlich darum, dass man sich einem bestimmten Team zuordnet und dann gewisse Prompts erfüllt. Also es findet vom jetzt in der ersten vollständigen Februarwoche statt. Und ich habe aber schon so wahnsinnig viele andere Bücher, dass ich nicht eine ganze Woche nur ja, Polar Fantasy Bücher lesen kann. Nichtsdestotrotz wollte ich aber gerne in der Woche ein Fantasy oder ein Polarthon-mäßiges Buch dann lesen. Und zwar auch das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist hier im Januar auch nicht mehr ausgegangen. Und zwar die Legenden von Frostherz, die Reise beginnt von Jamie Littler. Ich denke mal, auch dieses Buch kennen schon sehr viele. Es ist ja ein sehr bekanntes, ja, ich will jetzt sagen Middle Grade, aber auch nicht Jugendbuch, Kinderbuch, auch nicht so richtig. Halt für dazwischen zwischen Kinderbuch und Jugendbuch. Und es soll wohl sehr, sehr frostig sein. Steht ja auch schon, ne? Die Legende der Frostherz, sehr abenteuerlastig. Und es hat auch sehr, sehr viele Illustrationen mit drin. Und ich denke, dass es auch zwischendurch mal ganz nett sein kann. Es gibt auch vorne eine Karte. Also es ist halt so ein, ja, Kinderbuch, sage ich mal. Und ich bin einfach sehr gespannt auf das Abenteuer. Ich habe sehr viel Gutes schon davon gehört. Jackie hat das auch gerade erst gelesen und war sehr begeistert. Deswegen, ich denke mal, das wird so ein schneller, schöner, schnelle, schöne Lesenummer. Und ja, ich freue mich dann so ein bisschen in dem Thema sozusagen trotzdem zu lesen, auch wenn ich jetzt nicht komplett offiziell ja, da mitmachen werde. Genau, komm an Bord der Frostherz und entdecke das Abenteuer. Also Frostherz ist, glaube ich, irgend so ein Schiff oder so. Und ja, genau. Mehr weiß ich dazu auch schon gar nicht.
So, ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben nämlich jetzt noch drei Bücher vor uns. Und zwar habe ich auch noch zwei feste Leserunden jetzt im Februar. Und diese Bücher werden sich ja ganz von alleine nebenbei lesen, weil halt einfach diese täglichen Leseabschnitte da sind. Und ich denke, ich werde dann immer ein anderes Buch noch zeitgleich lesen. Das bietet sich auch ganz gut an, dass der Club der Rabenschwestern ja auch von sich aus durch die Kommentare quasi unter dem Video schon unterteilt sind, auch in Leseabschnitte. Und ansonsten, ja, baue ich mir halt selber so ein bisschen kleinere Abschnitte in allen. Einmal werde ich mit Jackie zusammen Where the Wave Flies Higher von Katinka Engel lesen. Das ist der zweite Band der Shetland Love. Ich glaube, so heißt es ja. Shetland Love-Reihe. Wir hatten auch Band 1 schon gelesen und jetzt im Februar, ich glaube im Februar, kommt ja auch schon Teil 3 raus. Und ja, in der Reihe geht es generell um drei Schwestern und wir begleiten quasi in jedem Band eine andere Schwester und die leben halt auf dieser Shetland-Inseln. Und es ist sehr, sehr idyllisch und ich würde auch sagen, fast eher, ja. Also im ersten Band war es schon sehr ja, wohlfühlmäßig geschrieben. Die erste Geschichte war so eine Back-to-the-Ex-Geschichte. Jetzt haben wir Hey-to-Love. Es geht nämlich jetzt in dem Band um Nessa. Nessa ist die älteste Schwester der drei und die hat als Hobby oder ja, fast schon auch mit als Beruf oder als ja, Geschäft eine kleine Mini-Distillerie. Und es gibt dann noch, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, ich muss nochmal kurz gucken. Boyd Tuloch und der ist halt der Erbe der größten Destillerie der Insel. Und die beiden, ja, gelangen halt in so einen kleinen Wettkampf, als dann auch so eine große Messe oder so in der Art stattfinden soll. Und dann knistert es aber wohl doch. Genau, also hinten drauf steht: Boyd und Nessa haben mein Herz gestohlen mit ihrem unbändigen Willen, das, was sie lieben, zu packen und nie wieder loszulassen. So emotional und stark zugleich. Das hat Nicola Hotel gesagt. Genau, also ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Mir hat Teil 1 schon eigentlich sehr gut gefallen. Es war, wie gesagt, sehr atmosphärisch und sehr unaufgeregt, doch in gewisser Weise schon. Und ich denke, jetzt werden noch ein bisschen mehr die Fetzen fliegen und vielleicht auch die, ja, Gespräche ein bisschen humorvoller und witziger sein. Und ich freue mich schon sehr, dass wir hiermit dann weitermachen. Und ich denke, wir werden dann auch recht zeitnah, wenn der dritte jetzt eh schon erscheint, auch mit dem dritten weitermachen. Vielleicht dann auch im März. Mal gucken, wie sich das dann ausgeht. Genau. Und dann habe ich noch eine weitere Leserunde. Und zwar geht es um Tote Lügen nicht von Katie Reichs. Das sind ja die Romane oder, ja, hier steht Roman drauf, aber es ist ein Kriminalroman, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach auch mal Romane zur Bones, die Knochenjägerin-Reihe, beziehungsweise so wie ich das hier hinten drauf verstanden habe, waren die Bücher zuerst da und daraufhin wurden die dann ja verfilmt sozusagen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass quasi jetzt hier wieder so gemacht wird, wie bei der Castle-Reihe auch, dass das die Bücher sein sollen, die die Schauspielerin oder die Figur in der Serie eigentlich schreibt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Krimi-Reihe. Man kann das auch unabhängig von der Fernsehserie sehen. Auf jeden Fall habe ich das auch schon eingeteilt. Das lese ich nämlich mit Tobias. Ihr habt es vielleicht auch schon mal unter den Kommentaren gesehen. Wir wollen die Reihe zusammen beginnen und ich freue mich auch schon sehr darauf, mal wieder ins Krimi-Genre einzutauchen. Ich mag die Reihe sehr. Also die Fernsehserie, das Buch habe ich ja noch nicht gelesen. Und ja, ich kann euch hier ja vielleicht einfach mal den Klappentext vorlesen. Genau. Ein Knochenjob für die bekannteste Forensikerin der Welt. Die 23-jährige Isabelle wird missbraucht, erdrosselt und zerstückelt in Müllsäcken aufgefunden. Deswegen finde ich es halt komisch, dass nur Roman draufsteht, ne? Tempe Brennan, forensische Anthropologin in Montreal, erinnert das Vorgehen des Mörders an einen alten Fall. Sie vermutet, dass es sich um einen Serienmord handelt. Doch Detective Luke Claudel nimmt sie nicht ernst. Tempe recherchiert auf eigene Faust und bringt so erst ihre beste Freundin Gabby, dann ihre Tochter Katie in Gefahr und schließlich muss sie selbst um ihr Leben kämpfen. Also es ist so ein klassischer, ja, klassischer Krimi-Roman, würde ich mal sagen. Und ich freue mich wirklich sehr. Ich bin auch gespannt, wie man vielleicht auch Parallelen oder so vielleicht entdeckt zur Serie. Und eine Freundin von mir hat die Reihe auch schon gelesen und sehr geliebt. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Teile mittlerweile. Und sie mag die Reihe wirklich sehr. Und ja, ich bin gespannt auf die Leserunde. Ich freue mich. Ich finde, gerade bei Krimis kann man sich auch gut nochmal austauschen. Ja, was denkt man denn? Was vermutet man, was jetzt gerade so los ist? Und ja, bin ich sehr gespannt drauf.
Und dann ein allerletztes Buch. Ich weiß nicht, wer von euch mein letztes Video gesehen hat mit den Büchern, die Jackie mir ausgesucht hat und die Bücher, die wir ja ausgelost haben. Das macht ja schon eine Menge Bücher für 2022. Deswegen dachte ich, obwohl das jetzt schon so ein Riesenstapel ist, packe ich davon mal doch noch eins drauf. Nehme dafür aber etwas, was ein bisschen ja, leichter zu lesen ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich leichter zu lesen ist. Es soll auch nicht abwertend sein, aber ich nehme eher ein New Adult Buch, als wie jetzt nochmal so einen fetten Fantasy-Schinken, wo ich eventuell auch dann die ganze Reihe lesen wollen würde direkt. Und zwar habe ich mich dann für Regenglanz von Anja Omar entschieden. Es hat, wie gesagt, diesen wunderschönen Buchschnitt. Und auch hier kommt, meine ich, im Laufe des Februars oder Anfang März der zweite Teil raus. Und davor möchte ich natürlich gerne wissen, ob mir das erste Buch gefallen hat, weil wenn es mir gefallen hat, möchte ich mit der Trilogie natürlich weitermachen und dann hätte ich gerne auch wieder die Erstauflage mit dem schönen Buchschnitt. Ich will es mir aber auch nicht kaufen, falls mir der erste Teil nicht gefällt, weil da wohl doch einige sehr zwiegespalten sind und genau deswegen, Jackie hatte das eh auch rausgesucht und ich bin sehr gespannt. In diesem Buch geht es um Alisa und Simon und es hat ein Hamburg-Setting, sie ist wohl irgendwie Tätowiererin und darüber lernen die beiden sich kennen. Aber deren Beziehung bricht dann wohl auch irgendein Tabu. Also das ist so das, was ich darüber weiß. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das Buch sein wird. Und ich denke, wie gesagt, dass nochmal eine New Adult-Geschichte das Ganze doch sehr Fantasy-lastige, gerade nochmal mit das Lied der Krähen, das Gold der Krähen, der Club der Rabenschwestern und so, nochmal so ein bisschen aufbrechen kann. Genau, auch hierauf freue ich mich sehr. So, das waren alle Bücher, die ich plane, im Februar zu lesen. Mal gucken, ob das zu ambitioniert ist. Vielleicht hätte ich jetzt mal gucken sollen, wie viele Seiten das insgesamt sind und wie viele Seiten ich sonst so gelesen habe. Aber wie gesagt, ich würde halt gerne auch einen 24-Stunden-Lesemarathon machen. Ich hoffe, dass ich in der Zeit dann auch ordentlich in den einzelnen Büchern dann vorankomme. Und generell habe ich jetzt ja auch wieder mehr Zeit zu lesen und auch, obwohl ich immer noch viel auch zu organisieren und drum und dran nachzuholen habe, sozusagen, auch was so haushaltsmäßige Dinge angeht, möchte ich doch auch viel Zeit wirklich ins Lesen investieren und einfach mal ein bisschen, ja, entspannen und in fremde Welten abtauchen. Und deswegen denke ich, ist so eine ganz gute Mischung an Büchern, doch eine gute Idee. Genau, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr eins der Bücher schon mal gelesen habt, was eure Meinung dazu ist und ob ich eins unbedingt sofort lesen soll, dass es auf keinen Fall hinten überfällt. Und ja, wenn ihr mögt, auch noch, was ihr vielleicht so im Februar vorhabt zu lesen. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!